Lars Müller. Und Sie müssen sich selber vorstellen. Ja, ich bin Kian Schumacher. Genau. Und jetzt sagen Sie auch, wenn Sie jetzt hier, wir reden ja über Schulen, und Sie haben ein Mandat, tatsächlich über Schule zu reden, aber ein Stück weit sehe ich Sie auch tatsächlich mandatiert, Sie können das Mandat einfach selber nehmen, für die Jugend zu sprechen, für die junge Generation. Und ich vermute, der Vortrag von Herrn Maybach hat so manchen Impuls gegeben, aber da sollen Sie auch völlig frei mit umgehen. Wenn ich das richtig verstanden habe, bin ich als Moderator jetzt sowieso überflüssig, Sie machen das selber. So, okay. Ja, genau. Vielen herzlichen Dank erstmal auch für den wunderschönen Vortrag, der uns gut angekündigt hat. Wir drei stellen uns auch noch ganz kurz vor. Ich fange einfach mal an. Mein Name ist Joshua Grasmüller. Ich bin Landesschülersprecher für die Gymnasien hier in Bayern. Bedeutet, ich vertrete alle Schülerinnen und Schüler, einerseits in den Gymnasien und insgesamt an allen Schularten im Bayerischen Landesschülerrat. Bedeutet, wir sind sozusagen das oberste offizielle gesetzlich legitimierte Schülergremium in Bayern. Und genau, freue mich auf jeden Fall hier zu sein. Ja, meine Aufgabe ist etwas kleiner. Ich bin jetzt seit 2 Jahren Schülersprecher auf meinem Gymnasium, dem VH in Berlin, und arbeite da jetzt viel mehr mit Lehrern zusammen. Wir wollten dann Projektwochen schaffen, mit Schülern die Möglichkeit geboten wird, auch noch was anderes als Unterricht zu machen. Ich heiße Jettin Lietzert, ich bin zwar keine Schülerin mehr, aber im Vorstand des SV Bildungswerks. Das ist ein Verein von ungefähr 100 Jugendlichen, die dort Mitglied sind. Und wir haben uns zur Aufgabe gemacht, demokratische Schulentwicklung voranzutreiben. Und beschäftigen uns auch immer mehr mit Kinderrechten, beschäftigen uns in unserem Projekt Schule Klimawandel mit ökologischer Zukunft, Klimawandel in Schule und mit SchülerInnen. Unser Prinzip ist quasi von Jugendlichen für Jugendliche zu arbeiten. Genau, wir wollen jetzt zuerst einmal vorstellen, wie die Kinderrechtssituation so ist eigentlich bei uns in der Schule, was wir so erlebt haben, stellen auch verschiedene Kinderrechte vor, die uns in unserer täglichen Arbeit besonders wichtig sind. Und knüpfen dann an Herrn Maybach mit Forderungen, die wir denn so haben. Ja, zu Anfang ist natürlich die Frage, wen gilt eigentlich das Kinderrecht? Und das ist klar, für die Leute, die noch nicht 18 sind, für alle, die minderjährig sind und natürlich sich im deutschen Staatsgebiet aufhalten oder in dem Staatsgebiet, wo sie leben. Zudem hat natürlich auch jedes andere Land eine Verpflichtung, den anderen Staaten bei der Unterstützung der Kinderrechte zu helfen. Dann kommen wir zum zweiten Absatz, und zwar zur Diskriminierung. Wie schon bereits vorher gesagt, ein sehr wichtiges Kinderrecht. Jeder Mensch sollte unabhängig von seiner Rasse, Hautfarbe, Geschlechtssprache, Religion, politischer Anschauung, Eltern, Behinderung oder seinem Status, seinem Vermögen behandelt werden. Es kommt so oft vor, dass ethnische Minderheiten oft zweimal häufiger ohne Abschluss dastehen, weil sie einfach diskriminiert werden und nicht selber das erreichen können, was sie eigentlich erreichen könnten. Genau, letztlich der Titel der Tagung hier setzt es eigentlich schon voraus, Kinderrechte im Kontext Schule. Meiner Meinung nach einer der beiden mit auch wichtigsten Kinderrechte, die festgeschrieben sind, sind einerseits das Recht auf Bildung und damit einhergehend auch die Bildungsziele. Jedes Kind sollte, denke ich, in unserer Gesellschaft bzw. in 2019 ein Recht darauf haben, schon frühkindlich bis zum Abschluss seines Kindseins letztlich gebildet zu werden. Einerseits den Wissenshunger, den viele Kinder haben und ich denke auch gerne alle Kinder gesetzt haben wollen, gestopft zu bekommen, wenn man es etwas ausschreibender formuliert. Und letztlich einfach ein Recht darauf haben, gebildet zu werden, Bildung zu empfangen. Das fängt gerade schon an. Wie gesagt, in der Grundschule, über die weiterführenden Schulen, wenn man es jetzt hier bei uns in Deutschland in den Kontext setzt, aber auch international, dass, denke ich, in unserer
unserer Zeit heute jedes Kind soweit sein muss und soweit sein darf, Bildung zu empfangen. Letztlich damit einhergehend, wie gesagt, die Bildungsziele, was möchten wir vermitteln, beziehungsweise was wird innerhalb der Bildung unseren Kindern vermittelt. Wir haben einerseits, wenn man sich auf Bayern bezieht, relativ klar geregelt im Bayerischen Erziehungs- und Unterrichtsgesetz, was Schulen vermitteln sollen. Aber da möchte ich jetzt gar nicht noch näher drauf eingehen, sondern es eigentlich ein bisschen größer fassen. Ich bin der Meinung, dass wir den Kindern eigentlich gesamtgesellschaftlich das möglichst breiteste Feld an Informationen und auch Struktur der Persönlichkeitsbildung vermitteln sollten. Bedeutet, wir müssen den Kindern, damit den Schülerinnen und Schülern, einfach zeigen, dass sie es einen Wert haben, dass sie Individuen sind, die geschätzt werden und letztlich auf die wir aufbauen möchten und genau damit einfach das Ziel der Bildung auch nicht verfehlen. Zwei andere Artikel sind ja gerade schon angesprochen worden, die wir auch sehr wichtig finden. Das ist der Wille des Kindes, der besagt, dass jedes Kind sich eine eigene Meinung bilden kann, das ist Artikel 12, und diese frei äußern darf. Da steht auch dabei, in allen das Kind berührenden Angelegenheiten. Ich frage mich so ein bisschen, wofür dieser Zusatz da ist. Ich bin der Meinung, alle Angelegenheiten, die auf dieser Welt passieren, sind immer kurz oder lang das Kind berühren. Und ich frage mich ein bisschen, was es soll. Da steht übrigens auch, dass die Kinder nicht nur eine Meinung bilden und frei äußern dürfen, sondern auch, dass sie berücksichtigt werden sollen. Das ist was, was auch gerade noch häufig zu kurz kommt. In Artikel 13, das ist direkt danach, steht außerdem die freie Meinungs- und Information, Meinungsäußerung und Informationssuche. Das bedeutet, sie sollen Meinung frei äußern können, sich Gedanken gut beschaffen, empfangen und weitergeben können, in jeglicher Form und über Landesgrenzen hinaus. Die jegliche Form kann alles bedeuten, Kunst, Wort und Schrift. Wir kennen, glaube ich, Logo alle, das ist so wahrscheinlich die größte Kindersendung, die hier informationseinholend ist, aber da könnte es noch viel mehr geben. Schauen wir doch mal, wie es in der Kinderrechtssituation in unseren Schulen so steht. Joshua, wie sieht es denn so aus bei dir? Ja, ich muss kurz mich orientieren. Genau, also bei uns in der Schule, ich beziehe es jetzt doch nochmal auf Bayern, bei den Bayern ticken, wie man ja weiß, oftmals die Uhren doch nochmal ganz anders und alles, was irgendwie dann doch ein bisschen in die Richtung Partizipation oder tatsächlich echte Partizipation geht, braucht immer ein bisschen länger. Als bestes Beispiel, Bayern ist das letzte Bundesland gewesen, was eine gesetzlich legitimierte Schülervertretung eingeführt hat in 2008 erst. Bedeutet, also wir sind jetzt 11 Jahre alt, beziehungsweise 11 Jahre jung und damals sogar noch ein Kind. Und ich würde sagen, dass wir auch gerade bei uns an den Schulen noch einen großen Nachholbedarf haben. Also ich kann es jetzt bei mir auf meine Schule beziehen, ich bin in der Nähe von München auf der Schule. Es ist teilweise keine echte Mitsprache. Es wird oft über uns gesprochen, aber in den seltensten Fällen tatsächlich mit uns. Wir sind zwar da auf einem guten Weg, aber ich bin auf jeden Fall der Meinung, dass da noch viel Luft nach oben ist. Ja, bei mir ist es tatsächlich nicht anders. Oft hat man das Gefühl, dass man zwar mit den Lehrern spricht, aber am Ende doch nicht bewirken kann. Und das zieht vor allem dann die Schüler runter, die ständig mitmachen, ständig sich melden, irgendwelche guten Ideen mit einbringen. Und am Ende muss man ihnen sagen, war schön, aber hat halt leider nichts geholfen. Und ich hoffe, dass es sich in den Jahren verbessern wird, dass Lehrer weiterhin versuchen, mehr mit uns zusammenzuarbeiten und Schule gemeinsam zu gestalten. Wir haben das, weil Joshua und Kilian ja nicht unbedingt repräsentativ sind, ein bisschen repräsentativer gestaltet und haben in unserem Netzwerk mal gefragt, wie viele von den Menschen zwischen 13 und 19, die sich bei uns engagieren, eigentlich in der Schule das Thema Kinderrechte hatten. Wer hat Informationen in der Schule über Kinderrechte bekommen? Da hat 20%, also ein Fünftel, gesagt, ja. Der Rest hat in der Schule nie etwas von Kinderrechten gehört. Ausbaufähig, würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall ausbaufähig. In dem Kontext haben wir uns natürlich auch so ein bisschen ein paar Wünsche oder Forderungen überlegt, wie man denn letztlich Kinderrechte gerade hier in Deutschland noch stärken kann, beziehungsweise auch gerade in Bezug auf das Recht auf Partizipation noch besser umsetzen kann. Was haben wir denn da vorbereitet? Ja, das Erste für uns ist die Religionsmündigkeit. Und zwar sollte diese
generell nicht erst ab 5, ab 14 oder in manchen Ländern auch erst ab 18 sein, sondern viel früher, da ich selber gemerkt habe, schon mit 10, welche Religion ich ausüben möchte und aber noch dran gebunden war, bis 14 zu warten, bis ich dann die Religion nehmen darf, die ich wollte. Außerdem möchten wir, dass Kinderrechte verpflichtend in allen Schulformen und in Kindertagesstätten behandelt werden, nicht nur ein Fünftel in der Schule davon mitbekommt. Genau, wir sind ebenfalls der Meinung, es kann nicht sein, dass wir vor allem hier in Bayern keine Kostenfreiheit des Schulwegs für alle Schülerinnen und Schüler haben, beziehungsweise doch noch teilweise die Familienbelastungsgrenzen, wie es so schön heißt, bedeutet, der Betrag an Fahrtkostengeld, mit dem eine Familie jährlich belastet werden darf, teilweise doch bei noch viel zu hohen Summen liegt. Beispielsweise ein Kind, was jetzt die gymnasiale Oberstufe hier bei uns in Bayern besucht und damit sozusagen nicht mehr schulpflichtig ist, bekommt auch vom Freistaat dann keine Fahrkarte mehr bezahlt. Und eine Familie ist dann belastbar bis 450 Euro, was sie an Fahrtkosten grundsätzlich erstmal zahlen muss und dann über viele Umwege vielleicht den Betrag darüber doch noch zurückbekommt. Ja, passend dazu generell, dass nicht alles in der Schule kostenlos ist. Wir haben ein Recht auf Bildung als Kinder und da kann es nicht sein, dass man jedes Jahr 50 bis 100 Euro für Schulbücher ausgibt, als Beispiel, die man am Ende dann vielleicht gar nicht mehr benutzt. Ich zahle immer noch Schulgebühren für meine Bücher und ich habe genau eins, was ich benutze. Ich glaube nicht, dass dieses Buch 100 Euro wert ist. Grundsätzlich wünschen wir uns nachhaltige Investitionen in den Bildungsbereich. Wir glauben, dass das die Zukunft ist. Das ist, wo Kinder so viel Zeit am Tag verbringen. Wenn wir sehen, welche Chancen es da gerade für Nicht-Akademiker-Kinder oft nicht gibt, ich zitiere mal kurz den Bildungstrichter, 77% Kinder, die aus akademischen Elternhäusern kommen, gehen in eine Universität, 23% nur welche, die aus Nicht-AkademikerInnen-Familien kommen. Das kann nicht sein, dass wir weiter so eine Ungleichheit in Deutschland haben, egal in welchem Haushalt man aufwächst. Man sollte jeden Abschluss machen können, machen dürfen und auch dazu gefördert werden, den machen zu können. Ja, wir haben tatsächlich, auch wenn man es oftmals nicht für möglich hält, schon verschiedene Formen der Mitbestimmung, gerade in der Schule von Kindern und Jugendlichen. Als bestes Beispiel dafür ist das Schulforum zu nennen, wo die ganze Schulfamilie besteht aus Schülervertretern, Eltern, Lehrern und der Schulleitung zusammenkommt und über Themen debattiert und bespricht, die wirklich die komplette Schule betreffen. Aber meiner bzw. unserer Meinung nach sind da zwei Sitzungen im Jahr dieses Schulforums deutlich zu wenig, weswegen wir fordern, dass es mehr gesetzlich verankerte Sitzungen dieses Schulforums gibt und damit eine echte Mitbestimmung auch in der Schule geschehen kann. Ja, als nächstes haben wir die zentrale barrierefreie Beschwerdestelle. Und zwar haben wir schon eine Beschwerdestelle für Kinderrechtsverletzungen. Jedoch ist das viel zu kompliziert, irgendwie da ranzukommen, seine Probleme wirklich äußern zu können und direkt mit jemandem zu reden, der einem wirklich helfen kann. Und das muss einfach verändert werden, damit die Kinderrechte nicht nur irgendwo stehen, sondern auch tatsächlich durchgeführt werden. Der eigenverantwortlich handelt, generationengerecht zu handeln. Das bedeutet, das Wohlergehen der kommenden Generationen mitzudenken. Wir haben das gerade als große Diskussion bei Fridays for Future. Die Generationenstiftung, die da sehr engagiert ist, hat dazu ein schönes Zitat: Heute nicht auf Kosten von morgen, hier nicht auf Kosten von anderswo. Ich finde, das passt das sehr gut zusammen. Ja, bevor man direkt an die Schule geht, muss letztendlich auch in der Ausbildung einerseits der angehenden Lehrkräfte, aber auch fortgeführt in regelmäßigen Schulungen der aktuell unterrichtenden Lehrkräfte einfach deutlich mehr zu Kinderrechten geschult werden, fortgebildet werden, einerseits ein Informationspool geschaffen werden, damit auch tatsächlich jeder Lehrer und jede Lehrerin weiß, was die Kinderrechte sind und wofür sie stehen. Und genau, dass man da einfach deutlich mehr noch in die Fortbildung geht. Ja, eine weitere Forderung von uns ist, Kinderrechte sind für alle Kinder,
auch für die, die hier leben und keine deutsche Staatsbürgerschaft haben. Denn es sind ebenso Kinder, die beschützt werden müssen, die unter Sorge stehen müssen und um die sich gekümmert werden muss. Von daher müssen auch Kinderrechte für Kinder gelten, die keine deutsche Staatsbürgerschaft besitzen. Und zwar ist Mitbestimmung in der Oberschule immer schön und gut, das ist auch total wichtig, aber Demokratie lernen und leben tun wir nicht erst, abdem wir 12 sind, sondern wir tun das von Beginn an in unserem Leben. Deshalb fordern wir eine verpflichtende SchülerInnen-Mitbestimmung ab der Grundschule. Ja, selbstverständlich im Zuge dessen, wie gesagt, eigentlich einer der zentralsten Punkte, denke ich, die wir vor allem auch gerade hier in Bayern angehen müssen, ist eine Herabsetzung des Wahlalters auf mindestens 16 Jahre. Es kann nicht sein, dass wir immer noch oftmals über Jugendthemen, gerade wenn es in die Kommunen oder Landkreise geht, debattieren, ohne wirklich uns anzuhören bzw. uns mitreden zu lassen. Und deshalb bin ich, sind wir der Meinung, dass Kinder und Jugendliche mindestens ab dem 16. Lebensjahr wählen können müssen, um auch vor allem ihre Stimme und ihre Meinung mit in die Politik einzubringen. Früher wählen und später kämpfen. Meiner Meinung nach kann es nicht sein, dass ein Kind mit unter 18 Jahren eine Waffe in der Hand hält oder überhaupt daran denken muss, eine Waffe in der Hand zu halten, dazu ausgebildet wird, sich selbst zu verteidigen, indem eine andere Person getötet wird. Daher fordern wir Bundeswehr erst ab 18. Genau, und letztlich als auch zentralen Forderungspunkt, der so ein bisschen zusammenhängt. Einerseits müssen wir die Kinderarmut hier in Deutschland stoppen und unserer Meinung geht es nur mit angemessenen Sätzen in der sozialen Absicherung, dass Kinder und Jugendliche einfach Teilhabe erleben können und damit auch ja, ihr Recht auf Partizipation wirklich ausüben können. Gesagt haben, scheinen Ihnen vielleicht auf den ersten Moment jetzt gerade logisch oder mit Kinderrechten verknüpft, aber wir laden Sie ein, einmal über unsere Forderungen nachzudenken. Die sind zum großen Teil auch identisch mit denen des Abschlussberichts des UN-Ausschusses vom letzten Mal. Und wir möchten Sie daran erinnern, dass Kinderrechte den Minimalsockel und nicht die Maximaldecke bieten für Deutschland. Und deshalb ist unsere Abschlussforderung, die ja auch eben schon angeklungen ist, Kinderrechte gehören ins Grundgesetz. Es kann nicht sein, dass das Grundgesetz im Moment ohne Kinder auskommt. Unserer kurzen Präsentation bzw. unseren Forderungen sind Sie gefragt. Das hier ist nämlich eine Mitmacheinheit, sage ich jetzt mal. Ich glaube, aufgrund der Zeit, zwar nicht jetzt gleich, aber nach der Teil 3 des Eröffnungspanels, Sie haben in Ihrer Mappe alle so einen kleinen weißen Zettel mit drin. Und deshalb laden wir Sie jetzt ein, herüber an die Bildmelde zu gehen, Ihre Gedanken uns mitzuteilen zu den Forderungen, die wir drüben gewidmet haben. Und wir werden Sie dann in die Abschlusspodiumsdiskussion morgen Abend mit einbeziehen und aufnehmen und ja, freuen uns schon auf Ihre Ideen und Ihre Meinung dazu. Wir freuen uns auch auf Ihre Fragen, wenn Sie die haben. Gerne auch notieren oder wenn schnell geht, jetzt auch melden. Ja, natürlich. Ja, also ich finde das sehr gut, wenn Sie wir wiederholen Sie gleich nochmal laut. Ja, kann mich auch noch? Sehr schön. Sehr gute Forderung, stehe ich voll dahinter und alles. Und das ist jetzt meine Frage an euch: Wie genau wollt ihr das umsetzen? Also, was sind jetzt eure direkten Aktivitäten und vor allem die Methoden dafür? Das würde mich mal interessieren von euch als. Ja, vor allem. Da wollten wir zuerst jetzt die Menschen fragen, die sich täglich in der Praxis auch befinden. Wir sind vor allem hier, um Forderungen zu stellen. Gerne können wir ins Gespräch darüber kommen, wie wir uns konkrete Umsetzungen auch vorstellen. Wir glauben aber eigentlich, dass es gar nicht so schwer ist und nur mehr Leute Ja sagen müssten zu dem, wozu wir gerade Ja gesagt haben. Ja, letztendlich. Ich würde auch sagen, es ist vieles schon auf dem Weg, beziehungsweise es ist schon auf dem Weg, dass es gefordert wird. Bedeutet, wir müssen einfach darauf schauen, dass gerade diese Forderungen einfach mehr in die Köpfe auch der politischen
Spitzen und der politischen Entscheider kommen, um letztendlich einfach da genauer bzw. noch besser an unserer Mitbestimmung und an unseren Kinderrechten einfach anzusetzen. Ja, okay. Wir sehen halt jetzt ja auch bei Fridays for Future so, es sind sehr viele Leute auf der Straße, 1,4 Millionen machen es in Deutschland. Und, aber die Politik hat ja jetzt halt das Klimapaket gemacht, was halt jetzt echt überhaupt gar nichts wirklich jetzt Gutes ist. Und das bringt halt kaum was. Deshalb ist meine Frage, was ist, wenn das nicht funktioniert, wenn die Forderungen nicht so weit durchkommen, so wie wir das ja jetzt in vielen Bereichen sehen. So, wir haben gigantische Demonstrationen, aber im Endeffekt sind die Beschlüsse, die gefasst werden, die reichen bei weitem nicht aus. Und es funktioniert einfach da und hinten. Ich glaube, Fridays for Future zeigt das gerade ganz gut, wie es funktionieren kann. Nämlich nicht mit Demonstrationen aufzuhören, nur weil ein Klimapaket da ist, was man nicht gut findet, sondern weiterzumachen mit Demonstrationen, weiterzumachen auch, keine Meinung dazu, aber mit zivilem Ungehorsam, was auf jeden Fall eine Möglichkeit bildet, wie man Menschen mehr erreicht. Ich glaube, wir müssen eine Lobby bilden für uns und für Kinderrechte, weil die gibt es so wenig. Kinder werden nicht gehört und es sind immer ältere Leute, die für Kinder einstehen, auch wenn wir jetzt davon noch die Jüngeren abbilden. Ich glaube, wir müssen eine Lobby bilden, wir müssen uns vereinigen und wir müssen mit vielen wichtigen Menschen sprechen und das möglichst gut und uns möglichst vereinigen. Und ich glaube, jetzt müssen wir machen, weil wir kriegen da schon die ganze Zeit ein Signal. Also schneiden Sie los und hängen Sie dran. Also ich habe noch eine Frage, und zwar war ich jetzt verwundert, das Recht auf digitale Medien in der Schule kam gar nicht vor. Ich bin über 60 Jahre und versuche wirklich mich dafür zu machen, wenn mir eingeredet wird, das brauchen jetzt die Schüler, das brauchen junge Menschen, es wird viel Geld in die Hand genommen, das hat mir jetzt nicht gefehlt. Sie haben jetzt gar keine App auf mein Smartphone geschickt, sondern Zettel. Wie sehen Sie denn das? Also ich bin auf jeden Fall der Meinung, wir sind in einem digitalen Zeitalter und es wäre vollkommen falsch, gerade die Schulen, den wichtigsten zentralen Punkt, wo unsere junge Generation hier wächst und lernt, dass man da komplett die Augen verschließt vor allem digitalen und jeglichen digitalen Medien. Andererseits finde ich aber auch, dass jeglicher Einsatz von digitalen Medien im Unterricht immer auch ein pädagogisches Konzept zugrunde legen muss, weil es bringt nichts. Wenn ich in jeder Schule 100 Tablets und 10 Whiteboards reinstelle, wenn es keinen Menschen gibt, der einerseits damit umgehen kann oder niemand weiß, wie ich sie denn tatsächlich gut auch im Unterricht einsetzen kann. Deshalb bin ich der Meinung, dass es immer so ein Konsens und so ein partnerschaftliches Verhältnis sein muss zwischen einerseits, okay, ich bringe digitale Medien mit ein und andererseits, ich weiß aber auch, was pädagogisch dahinter steckt und wie ich pädagogisch sozusagen meine Schülerinnen und Schüler auch so weit bekommen, dass sie bewusst mit diesen digitalen Medien umgehen können. Auch wenn wir über Teilhabe und Digitalisierung nachdenken, ist da, glaube ich, ein ganz großes Potenzial und ein ganz großes Risiko dahinter. Wir wissen nicht, ob Sie alle ein Smartphone haben und würden niemanden ausschließen wollen. Ich glaube, das gilt auch für alle SchülerInnen, wenn sie in der Schule irgendwas mit Smartphones machen. Es haben nicht alle SchülerInnen ein Smartphone. Das können sich nicht alle leisten. Und das ist was, was wir im ersten Maße mitdenken müssen. Weil ein Papier ist mittlerweile angekommen, das bringen alle mit. Aber Smartphone bringen nicht alle mit und das ist eine enorme Ausgrenzung in jedem Alter, dass die Kinder erfahren, wenn wir jetzt plötzlich digitale Medien in die Schule bringen, wo manche kein Tablet mitbringen können, kein Smartphone mitbringen können, kein Laptop haben, wo sie zu Hause vielleicht eine Arbeit draufschreiben können. Monitoring-Aufgabe. Das ist keine National Coalition. National Coalition, das ist die Zivilgesellschaft, aber das Deutsche Institut ist eine National Human Rights Institution. Also mit einem Mandat, Umsetzung der Menschenrechte in Deutschland zu beobachten, anzunehmen. Und seit 2015 gibt es auch eine spezielle Stelle im Deutschen Institut für Menschenrechte mit dem Thema Kinderrechte. Und damit kann ich an Sie schon weitergehen.
Ja, zunächst erstmal herzlichen Dank für die Einladung, hier auch für die Gelegenheit, hier heute über das Deutsche Institut für Menschenrechte sprechen zu dürfen. Und auch nochmal einen ganz herzlichen Dank an die Schülervertreterinnen und Schülervertreter für diese sehr starke Diskussion. Das Jahr 2019 ist in rechtlicher Hinsicht ein Jubiläumsjahr. Das gilt natürlich auch vor allem, wenn man sich mit den Rechten von Kindern und Jugendlichen im schulischen Raum auseinandersetzen möchte. Natürlich, deswegen sind wir hier, 30 Jahre vor der Kinderrechtskonvention, aber ich finde, man sollte auch sich auch vor Augen halten, dieses Jahr 70 Jahre Grundgesetz. Da die UN-Kinderrechtskonvention der wesentlich jüngere Rechtstext ist, könnte man sich ja fragen, was kann die UN-Kinderrechtskonvention vom Grundgesetz lernen? Ja, bestimmt eine spannende Frage, ich möchte es eigentlich eher umgekehrt machen, was kann das Grundgesetz von der UN-Kinderrechtskonvention lernen? Wenn ich lernen können verwende, dann ist das zugegeben eine relativ plastische Formulierung, mein eigentliches genaues Anliegen. Es geht mir um eine juristische Verschränkung der Regelung aus dem Grundgesetz mit den Regelungen aus der UN-Kinderrechtskonvention im Kontext der Schule. Diese Art Verschränkung ist in Deutschland aus rechtlicher Perspektive eigentlich eine absolute Selbstverständlichkeit, denn das Bundesverfassungsgericht hat wiederholt festgestellt, dass die internationalen menschenrechtlichen Vorgaben, also auch solche aus der UN-Kinderrechtskonvention, bei der Anwendung und Auslegung des nationalen Verfassungsrechts zu berücksichtigen sind. Wenn man dann erstmal zunächst einen Blick auf das nationale Verfassungsrecht richtet und im Grundgesetz einige Normen sucht, die sich mit dem Thema Schule auseinandersetzen, dann wird man sehr schnell bei Artikel 7 des Grundgesetzes landen, insbesondere bei Artikel 7 Absatz 1 des Grundgesetzes, der schlicht und ergreifend lautet: Das gesamte Schulwesen steht unter der Aufsicht des Staates. Wir haben in diesem Artikel 7 des Grundgesetzes noch einige weitere Absätze, die sich dann etwa auf Privatschulen beziehen, die sich auf den Religionsunterricht beziehen. Aber wenn es um die konkrete Fragestellung geht, wie soll das Schulwesen eigentlich ausgestaltet sein, welche Bildungsziele soll Schule eigentlich verfolgen, dann finden wir hierfür im Grundgesetz keine Anhaltspunkte. Das hat im Wesentlichen zwei Hintergründe. Zunächst einmal muss man festhalten, alles was Schule betrifft, fällt in die Zuständigkeit der Länder, ganz grundsätzlich. Und zweitens, einige Landesverfassungen sind auch schon vor dem Grundgesetz in Kraft getreten, beispielsweise die Bayerische Landesverfassung von 1946. Und einige dieser Landesverfassungen enthalten eben sehr klare Bildungsziele. Allerdings gibt es auch heute noch im Jahr 2019 Landesverfassungen, die unter überhaupt keine Bildungsziele enthalten, oder Bildungsziele in wenig substanzieller Form. Deswegen grenze ich an der Stelle natürlich einen Rückgriff auf die UN-Kinderrechtskonvention auf, die sehr klare Bildungsziele ausformuliert. Ich möchte jetzt an der Stelle vielleicht nochmal ein bisschen markieren, rechtliche Einordnung der UN-Kinderrechtskonvention. Wir haben ganz oft heute schon diesen Begriff der Ratifizierung gehört. Ratifizierung geschieht in Deutschland durch ein Zustimmungsgesetz. Und die Konsequenz bei einem solchen Zustimmungsgesetz ist, juristisch betrachtet steht die UN-Kinderrechtskonvention, Klammer auf, mindestens, Klammer zu, auf gleicher Ebene wie etwa das bürgerliche Gesetzbuch, das Kinder- und Jugendhilfegesetz oder das Strafgesetzbuch. Also wir sprechen wirklich über unmittelbar geltendes und unmittelbar anwendbares Recht. Ehe ich jetzt meinen Blick darauf richte, welche Bildungsziele aus der UN-Kinderrechtskonvention vielleicht im deutschen Kontext besonders auch aus einer juristischen Perspektive besonders anschlussfähig oder lohnenswert sind, sich damit auseinanderzusetzen, möchte ich zwei sehr zentrale Feststellungen einmal markieren. Das ist zuerst einmal, Schule ist ein Lernort. Das ist eine ziemliche Selbstverständlichkeit, man muss sich dann aber auch vor Augen halten, dass eigentlich alles, was Schule betrifft, auch das Recht auf Bildung betrifft. Im menschenrechtlichen Diskurs wird das Recht auf Bildung meistens in vier unterschiedlichen Dimensionen betrachtet. Man spricht von Verfügbarkeit, von Zugänglichkeit, von Annehmbarkeit. Annehmbarkeit ist ein bisschen umgekehrt deutscher Begriff, sagen wir im Englischen einfach Acceptability. Und wir sprechen von Adaptierfähigkeit. Aus diesen unterschiedlichen Dimensionen, die Bildung haben sollte, sieht man eigentlich schon, dass Bildung in jedem Fall auch bedarfsorientiert sein muss. Und Bedarfsorientierung geht ja letztlich eigentlich auch nur im Zusammenspiel mit anderen Rechten. Wenn wir auf dieser Tagung heute, also beispielsweise über das Recht auf Beteiligung sprechen werden im schulischen Kontext, oder das Recht auf Meinungsfreiheit, oder das Recht auf Schutz vor Gewalt, oder das Recht auf Religionsfreiheit, oder über andere Grundrechte und andere Menschenrechte aus der UN-Kinderrechtskonvention, dann sollten wir uns immer vor Augen halten, so wenn man im schulischen Kontext darüber spricht, geht es zugleich immer auch um das Recht auf Bildung. Die zweite Feststellung, die ich klar markieren möchte, alle Rechte von Kindern gelten auch im schulischen Raum. Auch das ist aus der Perspektive der UN-Kinderrechtskonvention eine absolute Selbstverständlichkeit.
Wenn man sich ein wenig anschaut, wie die Debatten in der Rechtswissenschaft in den letzten Jahren und Jahrzehnten gelaufen sind, dann ist das vielleicht doch keine so große Selbstverständlichkeit, weil es viele Rechtswissenschaftlerinnen und Rechtswissenschaftler gab, die sehr nachdrücklich die Auffassung vertreten haben, in dem Moment, in dem Kinder durch das Schultor gehen, haben sie quasi nur einen abgespeckten Kanon an Rechten, können sich aber keineswegs auf alle Rechte, die in der UN-Kinderrechtskonvention enthalten sind, zurückberufen. Das hat so im Wesentlichen seinen Hintergrund darin, dass man Vergleiche gezogen hat, naja, es gibt ja eine Schulpflicht, und wenn man sich das anschaut bei Soldatinnen und Soldaten, die der Wehrpflicht unterliegen, die können sich ja auch nicht auf alle Grundrechte berufen, oder man hat den Vergleich auch gezogen, dass Schule in einer gewissen Art und Weise ja auch ein öffentlich-rechtliches besonderes Verhältnis ist, wie beispielsweise bei Beamtinnen und Beamten. Die unterliegen ja auch gewissen Neutralitätspflichten, können sich auch nicht uneingeschränkt auf alle Grundrechte berufen. Dieser Rückgriff, dieses Argumentationsmuster, ist heute glücklicherweise in der herrschenden Meinung, Literatur und Rechtsprechung völlig überholt. Und ich halte es für eine sehr wesentliche Feststellung, sich vor Augen zu halten. Alle Rechte aus der UN-Kinderrechtskonvention gelten auch im schulischen Kontext. Also die Schule, der Raum Schule, sorgt nicht dazu, dass es nur einen eingeschränkten Bereich von Rechten gibt. Das ist gerade dann besonders relevant, wenn man über Rechte sprechen möchte, die vielleicht gewisse Spannungen auslösen können, wie etwa das Recht auf Meinungsfreiheit oder das Recht auf Religionsfreiheit, die also dazu führen können, dass andere Kinder oder andere Personen, die in der Schule tätig sind, mit der Ausübung dieser Rechte konfrontiert werden. Ich möchte meinen Blick jetzt im Weiteren auf drei Bildungsziele aus der UN-Kinderrechtskonvention richten und mal kurz veranschaulichen, inwiefern dort sich auch eine besondere juristische Relevanz für den deutschen Kontext herleiten lässt. Wir haben die Bildungsziele in der Kinderrechtskonvention 29 niedergelegt. Diese Bildungsziele der UN-Kinderrechtskonvention ist letztlich nichts anderes als ein klarer Qualitätsrahmen für das Recht auf Bildung. Das erste Bildungsziel, was ich kurz in den Blick nehmen möchte, findet sich in Artikel 29 Buchstabe B. Das ist das Bildungsziel, dass Kindern die Achtung vor den Menschenrechten zu vermitteln ist. Es ist schon ganz oft heute gefallen, der Begriff Menschenrechtsbildung. Und diese Verankerung in Artikel 29 führt eigentlich dazu, dass man ganz klar sagen kann, Menschenrechtsbildung, das ist nicht nur ein nice to have, das ist nicht nur optional, sondern diese Verankerung als Bildungsziel in Artikel 29 führt klar dazu, es gibt bereits jetzt eine bestehende rechtliche Verpflichtung für das Schulwesen, Menschenrechtsbildung in der Schule zu garantieren. Und das ist natürlich eine Fragestellung oder ein Umstand, der hochgradig relevant ist für die Aufstellung von Rahmenlehrplänen, Curricula und Ähnlichem. Das zweite Bildungsziel, was ich in den Blick nehmen möchte, wir haben in Artikel 29 Buchstabe D der UN-Kinderrechtskonvention das Bildungsziel, dass Kinder auf ein verantwortungsbewusstes Leben in einer freien Gesellschaft im Geiste der Verständigung und Toleranz unter anderem auch zwischen allen religiösen Gruppen vorbereitet werden sollen. Das ist eine sehr positive Formulierung. Manche würden vielleicht sagen, das klingt auf den ersten Blick sehr, sehr blumig. Und man könnte sich die Frage stellen, was kann auch man aus einer solchen Formulierung überhaupt juristisch gewinnen, wenn man das näher betrachtet, dieses Bildungsziel. Dass es also um Verständigung auch zwischen allen religiösen Gruppen geben soll. Dann kann man hier eigentlich ein klares Ergebnis rausziehen. Nämlich, dass Schule auch in religiöser Hinsicht ein diskriminierungsfreier Ort sein soll und zugleich aber auch ein Ort, auch in religiöser Hinsicht, an dem Schülerinnen und Schüler Diskriminierungssensibilität erlernen. Wir haben aktuell wieder ganz stark in Deutschland diese Debatte, ob es nicht Kopftuchverbote für Schülerinnen an Schulen geben sollte. Das ist eine Debatte, wenn man sie sich näher betrachtet und auch im Lichte dieses Bildungsziels betrachtet, dass wirklich religiöse Vielfalt in den Schulen gelebt werden soll. Und da ist ja Konsequenz gemusst, also diese pauschalen Forderungen, gewisse Lebensformen aus der Schule herauszudrängen, werden mit einem solchen Bildungsziel wie in Artikel 29 Buchstabe E nicht zu vereinbaren sein. Das dritte Bildungsziel, was ich in den Blick nehmen möchte, findet sich in Artikel 29 Buchstabe E. Dort heißt es, dass Kindern auch Achtung vor der natürlichen Umwelt zu vermitteln ist. Also Achtung vor der natürlichen Umwelt. Ich glaube, in diesem Jahr kann es wahrscheinlich keinen kinderrechtlichen Vortrag geben, der nicht in irgendeiner Weise Bezug nimmt zu Fridays for Future. Und wenn man sich jetzt dieses Bildungsziel einmal vor Augen hält und sich dann vor Augen hält, es gibt viele Schulen und viele Schulaufsichten, die sich für die Situation, dass Schülerinnen und Schüler dem Unterricht fernbleiben, weil sie eben an Demonstrationen von Fridays for Future teilnehmen möchten und dazu aufstellen, dass sie gewisse Sanktionen einfach androhen. Also dass wirklich klar kommuniziert wird, alle Schülerinnen und Schüler, die an dem Tag unentschuldigt fehlen, werden folgende Sanktionen auferlegt werden. Wenn man sich jetzt aber vor Augen hält, dass erstens, also natürlich auch das Recht auf Versammlungsfreiheit, das Recht auf Meinungsfreiheit,
Rechte sind, die in der Kinderrechtskonvention enthalten sind, Rechte sind, die im Grundgesetz mit Verfassungszugang enthalten sind und zugleich sich auch vor Augen hält, dass die Intention dieser Kinder für die Teilnahme an solchen Demonstrationen ja nichts anderes ist als die Achtung vor der natürlichen Umwelt. Also eine Bildungslinie ohne Kinderrechtskonvention entspricht, dann wird man auch da, auch aus einer juristischen Perspektive, relativ schnell zu dem Schluss kommen können, dass derartige pauschale Sanktionsandrohungen gar nicht verhältnismäßig sein können. Die UN-Kinderrechtskonvention zeichnet ein sehr genaues Bild von Schule. Durch eine verknüpfende Auslegung mit Artikel 7 des Grundgesetzes haben diese Leitgedanken der UN-Kinderrechtskonvention auch Verfassungsrang. Nicht nur für die pädagogische Praxis lohnt es sich, mit einem solchen kinderrechtsbasierten Bild sich auseinanderzusetzen, denn gerade auch die Bildungsziele aus Artikel 29 der UN-Kinderrechtskonvention haben juristisch gesehen ein enormes Potenzial. Ich wünsche uns allen eine anregende Tagung und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Danke für diese wichtigen juristischen Darstellungen. Das ist für manche wahrscheinlich etwas ungewohnte Materie, aber einige haben schon an den richtigen Stellen geklatscht. Also das sind gewisse Durchbrüche. Man muss auch die Institutionen knacken. Das geht nicht ohne das juristische Ende. Es ist mir jetzt eine ganz besondere Freude, Herrn, Dankeschön nochmal, Herrn Krappmann nach vorne zu bitten. Also Herr Krappmann ist ein interdisziplinärer und internationaler Geist. Ganz besonderer Art. Also interdisziplinär. Also, Herr Krappmann, Sie haben, was haben Sie alle studiert? Philosophie, Theologie, Zeitgeschichte, Soziologie, dann haben Sie Spuren hinterlassen, ziemlich tiefe Spuren in Psychologie, im Max-Planck-Institut für Bildungsforschung, was habe ich jetzt vergessen? Und am Ende, was heißt am Ende? Aber dann sind Sie auch noch ein Juristin geworden, über den Kinderrechtsausschuss. Also ich erinnere mich daran, dass Sie oft gesagt haben, dass sich da für Sie eine neue Welt aufnahm, auch eine neue Disziplin, die gerade von der Bildungsforschung ja oft sehr weit weg erscheint, aber bei der man auch ganz viel entdecken kann. Und ich erinnere mich auch noch, das ist mir sehr hängen geblieben, als Sie dann so rückblickend ein bisschen mal beschrieben, 8 Jahre Kinderrechtsausschuss, ich glaube von 2003 bis 2011, da haben Sie ein Adjektiv verwendet, das würde man vielleicht gar nicht erwarten, berauschend. Das kann nicht sehr interessant. Das wäre also berauschend. Das heißt also, man wird irgendwie durch die Welt gelernt. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das eine Lernerfahrung ist, auch im hohen Alter, die einen dann noch einmal mit völlig, völlig neuen Herausforderungen konfrontiert, aber auch toll berauschend ist. Ich glaube auch, dass man dann auf das eigene Land anders schaut. Vielleicht manchmal mit etwas milderem Blick. Aber in anderen Hinsicht könnte der Erbe auch noch größer sein. Ich bin sehr gespannt auf Ihre Ausführungen. Vielen, vielen Dank für diese lieben, freundlichen, anerkennenden Worte. Liebe Anwesende, ich weiß nicht, und wie ich die anderen beobachte, ist es besser, als wir das in der Hand behält, obwohl ich das eigentlich nicht so gerne mag. Ich habe den ganzen Morgen zugehört und es ist ganz klar, dass ich unsere Inputs, Vorträge überschneiden. Ich habe dann eben noch mal nachgedacht, was finde ich jetzt vielleicht dazu. Ich glaube, es geht mir nochmal Zögerlichkeiten zu erklären. Deutschland war in Bezug auf die Kinderrechte immer, und ich denke, es ist immer noch ein zögerliches Land. Und auch die Welt insgesamt war zögerlich. Und ist immer noch zögerlich. Es ist sehr, sehr verwunderlich, warum diese Konvention nach der Verabschiedung in der Generalversammlung der Vereinten Nationen so schnell von so vielen Staaten ratifiziert wurde. Viele grübeln darüber nach, was hat denn diese Regierung veranlasst,
diese Konvention dann anzunehmen. Ich will versuchen, dazu noch ein paar Gedanken zu sagen. Ach ja, als erstes muss ich sagen, im Einladungsflyer zu dem gesagt habe, zu lesen, dass ich ein Mitverfasser der Kinderrechtskonvention sei. Das stimmt nicht. Ich glaube sogar, dass ich von der Konvention das erste Mal gehört hatte, als sie verabschiedet wurde in der Generalversammlung. Und auch das ist eigentlich merkwürdig, aber ich glaube auch irgendwie erklärlich. Es ist merkwürdig, weil ich forschen, beraten, fortbilden im Bereich von Kindern und Jugendlichen schon jahrzehntelang intensiv tätig war. Und auch in dieser Verbindung mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des, wie hieß es damals, das Ministerium, Familie und Jugend, Gesundheit, also immer andere Namen. Ich kannte die alle. Ich habe von denen nie ein Wort während der 80er Jahre über die Kinderrechtskonvention gehört. Inzwischen weiß ich auch, dass diese Kinder- und Jugend, ich glaube, die ist damals auch nur die Abteilung des Ministeriums, erst spät eingezogen wurden. Die Federführung für die Konvention lag im Justizministerium. Das erst 1988, ein Jahr vor der Verabschiedung der Konvention, das BMFSFJ oder wie auch immer es damals hieß, über den Stand der Arbeit informierte und erst dann um eine Stellungnahme bat. Der deutsche Delegationsleiter Dr. Stöcker aus dem Justizministerium war sehr skeptisch gegenüber dem Vorhaben, eine Kinderrechtskonvention zu machen, hat nach der Verabschiedung der Konvention durch die UN-Generalversammlung des Öffnen erklärt, dass er vieles in der Konvention für irrelevant hält. Meines Erachtens ist sogar das Wort Nonsense gefallen. Und zwar insbesondere die den Kindern zuerkannten Sorgerechte, weil dort das Recht auch beteiligt. Und er hat ausdrücklich betont, dass die Kinderrechtskonvention keine Auswirkung auf das deutsche Recht haben würde. Alles, was gut in ihr ist, machen wir sowieso längst. Und anders ist, die Zuständigkeit für die Konvention war dann erst nach der Ratifikation, ich glaube etwa ein Jahr später, in das Bundesministerium für Frauen und Jugend, Ministerin da angelangt haben. Die Denkschrift, die dem Deutschen Bundestag zur Ratifizierung vorgelegt wurde, bestätigte, dass die Konvention vor allem für die Entwicklungsländer relevant sei. In der Bundestagsdebatte damals gab es durchaus Stimmen, die darauf hinwiesen, dass auch in Deutschland Kinderrechte verletzt wurden, aber die Stimmung blieb veraltet. Ich habe mit Personen gesprochen, die zu Beginn der 90er Jahre näher am Thema waren. Sie meinten, es hätte nicht viel gegeben, dass Deutschland ebenso wie die USA die Kinderrechtskonvention nicht ratifiziert hätte. Viele andere Staaten, wie schon gesagt, ratifizierten schnell und übernahmen die Verpflichtung, ihre Gesetze in Übereinstimmung mit den Kinderrechten der Konvention zu bringen. Diese Harmonisierung des Nationalrechts und des Völkerrechts ist ein langwieriger Prozess. Ziemlich verbreitet ist der Eindruck, es rühre sich in dieser Hinsicht überhaupt nichts. Das trifft nicht zu. Es gibt eine ganze Reihe von Studien, die zeigen, dass sehr wohl Gesetze überarbeitet in der neuen dass Verfassung die Kinderrechte aufnahmen und auch Anstrengungen zur Umsetzung unternommen wurden, um Kinderrechte zu verwirklichen. Diese Umsetzung in die Kinderrealität ist allerdings nach wie vor weit hinter dem zurück, was die Konvention erreichen würde.
die Konvention über fordert in ihren Grundbestimmungen viele Menschen, und zwar überall in der Welt. Es steckt tief in die gesellschaftliche Tradition, dass Kinder zu schützende Wesen sind, die noch lernen müssen, die in Erfahrung Überblick fehlen und daher froh sein sollten, dass ihre Eltern und andere Verantwortliche für sie sorgen und entscheiden für sie treffen. Kinder als Objekte von Schutz und Fürsorge. Die Kinderrechtskonvention steht dagegen auf dem Grund der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte und stellt klar, dass zunehmend Menschen, deren Würde, Freiheiten, Rechte und Freiheiten die Allgemeine Erklärung verkündet, auch die Kinder zählen, und zwar ohne Abschreckung. Ich staune immer wieder, dass diese zusammengeworfenen UN-Arbeitsgruppe von Regierungsvertretern und NGOs es geschafft hat, diesen Gedanken durch die UN-Generation zu machen. Denn vieles trifft doch zu, was die Anhänger der herkömmlichen Kinder- und Familienvorstellungen einwenden. Kinder sind auf andere angewiesen, sie müssen lernen, ihnen fehlen Erfahrung, sie brauchen Schutz, um nicht übertölpelt, ausgebeutet, misshandelt zu werden. Werden Erwachsene doch auch, sagen manche. Das stimmt, aber das verharmlost die Situation zum Nachteil der Kinder. Kinder brauchen besondere Unterstützung. Die Konvention sagt, sie brauchen eine Unterstützung, die ihnen all das, was sie schon wissen, können und wollen, nicht wegnimmt. Daher erlebt sie alles auch, diese Kinder leben und arbeiten, schützen und fordern, nichts ohne die Kinder zu tun. Also sie zu beteiligen. Das ist Anerkennung des Subjekts. Es geht nicht um Anhörungen darüber, was er vorher gesehen hatte, sondern darum einzubeziehen, was ein Kind an Meinungen und Interessen äußert. Das kann dazu führen, dass nichts von dem geschieht, was ein Kind wollte. Aber es muss dem Kind, soweit es nur irgendwie geht, verständlich gemacht werden. Und auch dann wird es als Subjekt geachtet. Ebenso kann Beteiligung dazu führen, dass genau das geschieht, was ein Kind will. Weil Eltern in der anderen feststellen, dass dieses Kind überblickt, worum es geht. Sie überlassen dem Kind die Entscheidung. Die Beteiligung ist ein offener Prozess. Im Zusammenhang mit der Behindertenrechtskonvention wird eine Unterscheidung diskutiert, die auch für Kinder und ihr Handeln klärend ist, nämlich die Unterscheidung von ersetzender und assistierender Unterstützung. Menschen mit Behinderung empört es, dass dann, wenn sie auf eine Schwierigkeit treffen, andere schnell an ihrer Stelle das Problem lösen, anstatt mit ihnen zu überlegen, was geschehen muss, dass ein Mensch mit Behinderung es trotz Behinderung selber tut. Das entspricht der Lage des Kindes. Kinder benötigen Assistenz, damit sie es selber tun können, was der wohlwollende Erwachsene Handumdrehen für sie erledigen könnte, aber dabei möglicherweise übergeht, was das Kind eigentlich wollte. Hier kommt die andere Bestimmung ins Spiel, die die Konvention kennzeichnet und vielen Menschen in ihrer Radikalität nicht klar werden. Das Kindeswohl, das immer ein vorrangiger Gewichtsbezeichnung ist. Sind endlich alle für das Wohl des Kindes? Ja, solange sie glauben, dass das Wohl des Kindes sich problemlos in den Gang der Dinge einfügt. Die Konvention geht davon aus, dass Kinder andere Meinungen und Interessen haben können als andere Beteiligte und Betroffene. Wieder, es verletzt das Kind als Subjekt, wenn die Perspektive des Kindes auf sein Wohlergehen nicht bedacht wird, am besten Kindern zu sagen. Wenn dies keine Klarheit schafft,
auch nicht den Erwachsenen in die Lage des Kindes zu versetzen und aus dieser Warte zu bestimmen, was zu geschehen und zu unterlassen ist. Das begrenzt Eltern und andere in ihrer Familie über das Kind. Die Konvention verlangt von ihnen eine Angelegenheit, immer auch aus der Perspektive des Kindes zu betrachten. Eine schwierige, ich glaube, eine ungewohnte. Es gibt Streit darüber, ob die Konvention sogenannte westliche Werte widerspiegelt. Jedenfalls vertritt die Konvention ein Bild vom Kind, von dem man bezweifeln kann, dass es Vorstellungen und Handlungen der Mehrheit der Menschen in westlichen Gesellschaften die meisten denken, es ist wohl nicht so ernst gemeint. Vielleicht haben aber etliche, die die Konvention mit ausgehandelt haben, angenommen, es sei nicht so ernst gemeint. Doch es ist sehr ernst gemeint. Ich glaube zum Beispiel, dass die Kinder des amerikanischen Kongresses die Konvention genau gelesen haben. Und sie sagten, so etwas ratifiziert wird in diesem Jahr. Wo bleiben denn die Eltern? Wo bleiben die Erzieherinnen? Wo bleiben die Lehrerinnen? Ich halte das für ein Missverständnis. Wer Kinder hört und beteiligt, der mit ihnen zusammen nachdenkt, was zu ihrem Wohl ist, eröffnet ein Gespräch, schafft einen Lernkontext, von dem alle profitieren. Die Beziehungen von Eltern, Lehrern und Kindern werden gestärkt. Dialog ist das Medium der Konvention. Das sind Einrichtungen, Einsichten, die sich allmählich herausschälen. Zunächst wurde die Konvention von vielen als ein Bündel von Rechten wahrgenommen, die dafür sorgen, dass Kindersterblichkeit so viel, Kinder in die Schule gehen können, keine ausbeuterischen Arbeiten übernehmen müssen, nicht in militärische Konflikte hineingezogen werden und so weiter. Da gibt es einige Erfolge, zu denen die Argumente von Kinderrechten, gestützt auf die Konvention, beigetragen haben. Ausargumentieren, wenn ich wähle, bitten, wurden rechtliche Forderungen. Von Gehör, von Beteiligung stand im ersten Entwurf der Konvention noch nichts. Und auch die zahlreichen Kommentare von Staaten und NGOs zu diesem Entwurf äußerten sich nicht dazu. Menschenrechtsjuristen wiesen darauf hin, dass die Konvention kein Menschenrechtsvertrag würde, wenn man keinen Weg fände, der Selbstbestimmung der Kinder angemessenen Raum gibt. So kam es zu dem Artikel über das Gehör. Anfänglich nur bei dem, was man höchstpersönliche Rechte nennen könnte. Berufswahl, Heirat, Gesundheit. Dann generell in allen Angelegenheiten. Und diese Formulierung begann sich zu entfalten. Auch Kinder wird sicherlich inzwischen mehr gehört. Dennoch gibt es viele Bereiche, in denen längst nicht ausgeschöpft wird, was der Artikel zusagt. Denn zugegebenermaßen ist dies sogar bei den besten Vorsätzen nicht einfach. Auch nicht in der Schule, wo es im Kern um Unterricht und Lernen geht. Da scheint in der Schule die Kompetenz von Alt und Jung noch zu ungleich verteilt. Nun erwartet man auch noch von der Schule, dass ihre Beteiligungspraxis zu demokratischer Handlungsfähigkeit beiträgt. Kann das eine beteiligungssperrige Schule? Darüber wollen wir heute sprechen.
meist auch eine tentative Antwort. Ich fand das nochmal ganz wunderbar, wie Sie darauf hingewiesen haben, dass vermutlich viele der Staaten, die die Konvention ratifiziert haben, nicht so genau hingeguckt haben wie der amerikanische Kongress. Das kann eigentlich nicht sein, dass alle Staaten bis auf eines ernsthaft zu dieser Konvention bekennen. Aber jetzt, wo sie es ratifiziert haben, haben sie den Salat. Denn, wie die Juristen immer so sagen, solche Instrumente sind ein living Instrument. Die nehmen ein Leben eigener Art, also sie verkörpern das Leben dieses Ausschusses. Ganz herzlichen Dank. Demokratie und Schule, wie kommt die Demokratie in die Schule, aber wie kommt die Demokratie auch wieder aus der Schule raus oder die Schule in die Demokratie hinein? Das ist, glaube ich, Ihr Geschäft und ich würde Ihnen zum Mikro geben. Danke. Ja, teilungssperrige Schule, lieber Lothar, hast du das gerade genannt. Das finde ich, das Schöne am Deutschen ist ja, dass wir kombinieren von Adjektiven und Nomina eine grenzenlose Sprache für uns haben. Teilungssperrig, das ist zumindest mal gut und lässt die Schule in einem ganz neuen und doch nicht neuen Licht erscheinen. Ja, Kinderrechte und Demokratie, das ist das Thema, weswegen mich die Veranstalter dieser Tagung hierher gebeten haben. Ich habe nun das Glück oder auch das Pech, als Letzter zu sprechen an einem Vormittag, in dem schon viel gesagt und noch nicht alles gesprochen worden ist. Ich will mich auf drei Thesen begrenzen, die sich tatsächlich mit dem Raum der Demokratie in der Schule befassen und dann zusammenfassend ein bisschen auf das schauen, was mein Erfahrungshintergrund auch zum Thema Kinderrechte abgibt. Der Erfahrungshintergrund ist ein ums 30. Jahr wieder Schulwettbewerb, demokratisch handeln nennt er sich und klar, da taucht dieses Thema Kinderrechte ab und an schon auf. Wenn ich die Diskussion jetzt heute, wie ich sie mitbekommen habe, so nehme, muss ich sagen, eher zu wenig und eher die Sorge verstärken, dass das in den Schulen noch gar nicht so sehr angekommen ist, wie wir uns das wünschen und wie wir uns das erhoffen auf dem Deutsch. Da liegt wahrscheinlich noch ein gutes Stück Arbeit vor uns. An diesem Thema. Demokratie und Schule und damit auch die Verwirklichung von Kinderrechten auf Beteiligung, auf Anhörung, auf Mitwirkung, das ist halt ein zwiespältiges Verhältnis. Die Schule ist als Institution zunächst mal nicht demokratisch. Zwar hat mir so ein bayerischer Schulamtsleiter mal gesagt, das stimme ja überhaupt nicht. Alle Schulen seien demokratisch, sie stehen ja oder sind heute juristisch ausformuliert. Sie haben das gesetzlich legitimiert, die Gesetze werden im Parlament beschlossen und eine entsprechende Exekutive, sprich sehr leistungsfähige bürokratische Schulverwaltung, sollte auch für die umsetzen. Und damit ist ja alles auch demokratisch. Ist ja auch nicht ganz falsch, gleichwohl ist es noch nicht partizipativ. Wir können in der Schule vieles lernen, was zur Demokratie führt. Wenn die politische Bildung wirklich gut ist, dann setzt sie und steigert sie und erzeugt sie ein Interesse an den Institutionen, ja auch in der Gesellschaft, der demokratisch verfassten Staatlichkeit, an der Rolle des Bürgers, der Bürgerin. Aber wir wissen ja alle auch, dass man in der Schule wahnsinnig viel erfahren und lernen kann, was sich zur demokratischen Erfahrung geradezu kontraproduktiv verhält. Repression, Ausgrenzung, Intransparenz, unkontrollierte und asymmetrische Macht, Mobbing, schlecht begründete und ungerechte Leistungsbeurteilung, Gewalt, soziale Vereinsamung. Das sind ja alles nur ein paar Beispiele, unter denen die Schule in der Gesellschaft, aber auch in vielen Schülerinnenbiografien kritisch subsumiert wird. Für mich ist immer noch prägend, im Sportunterricht eines württembergischen Gymnasiums in den 70er Jahren, wenn die Wahlvorgänge eingeleitet wurden, die Mannschaft zum Fußball durfte selbst gewählt werden. Und alle haben sich drum gestritten, wenn jetzt den auch noch nimmt und möglicherweise ins Tor stellt. Also das sind Diskriminierungserfahrungen, die vergisst man nicht und insofern
wissen wir auch, dass selbst Schulen, die sich dem Netzwerk Schule ohne Rassismus angeschlossen haben, Schulen, die im Deutschen Schulkreis aktiv sind, bei demokratisch handeln, dabei sind, nicht von sich aus deswegen durchgängig demokratische Erfahrungsräume garantieren können, sondern sich eher eine Aufgabe stellen, die sie stetig und konsequent durchführen müssen. Wir brauchen jedenfalls eine demokratische Schule, wir müssen daran arbeiten, wir brauchen sie dann. Und gerade wenn wir Kinderrechte substanziell verwirklichen und in ihrer Wirkung gegenüber den Menschen, die in der Schule sind, eben vor allem Kinder und Jugendliche, aber auch in der Aufgabe, die sie uns in der Erwachsenenwelt stellen, durchsetzen wollen. Das ist eine Daueraufgabe, an der müssen wir dranbleiben. Das gilt auch deswegen, weil zweitens die Schulen natürlich das Lebens- und Entwicklungsmilieu ist, das die individuelle moralische und politische Sozialisation prägt, wie nicht sonst was. Die Jugendlichen vorher haben ja schon darauf hingewiesen, das beginnt nicht in der gymnasialen Oberstufe mit dem Leistungskurs Politik, auch nicht im Alter von 12 und auch nicht in Klasse 3, wenn dann Schüler, Sprecher und Klassensprecherinnen gesetzlich vorgegeben sind, sondern es beginnt. Es ist halt da von Anfang an heißt so ein schöner Sammelband, den es in der Bundeszentrale für politische Bildung gibt. Demokratie ist also eine Daueraufgabe, die wir früh auch deswegen mit in die Schule bringen wollen, um Kinder Rechtswahrnehmungsfähigkeit zu erzeugen, weil ja Selbstkonzepte in der Schule entstehen. Und die Demokratie braucht starke Menschen. Sie braucht starke Bürgerinnen und Bürger, die sich nicht als Verlierer sehen, sondern die sich als Akteure sehen in einer Gesellschaft, in der sie wissen, wir müssen auch etwas tun, um eine differente, plurale und gewaltfreie Gesellschaft aufrechterhalten zu können, vor dem Hintergrund eben der Herausforderungen, die diese Zeit uns bietet und die in dieser Zeit auch jedem viel mehr präsent sind, als sie in früheren Zeiten präsent waren. Die Frage mit dem Umweltschutz, mit der Bewahrung der Schöpfung, wenn man es religionspädagogisch nennt, der Gewaltfreiheit, außenpolitischer Zusammenhänge und der Globalisierung ist ja nicht neu und taucht nicht auf mit dem iPhone und dem Computer. Sie war aber früher mit Jahren und auch in Kinderwelt natürlich nicht so präsent, wie sie dies heute ist. Und das Dritte, die Demokratie kommt immer näher an Kinder und Jugendliche heran. Das schließt aus meiner Sicht den digitalen Wandel ein, der ja beides ist, eine Chance zur Partizipation, aber natürlich auch eine Gefahr zur Ablenkung und Dezentrierung, zur Verführung und zu einer falschen, weil nicht wirklichkeitshaltigen Wahrnehmung oder Entscheidungsgrundlagen bilden. Das, was wir alles so als Fake News nehmen und was, das ist mir auch nicht nur ein Problem für Kinder und Jugendliche werden kann, sondern inzwischen die politischen Wahlen ja auch ein großes Problem führender Meinungs- und parteibildender Menschen sind. Vom Brexit angefangen über die amerikanische Präsidentschaft derzeit bis hin zu Parteien, die sich bei uns ein eigenes Weltbild mit relativem Erfolg bei Wählerinnen bauen. Demokratie kommt immer näher ran, weil es Länder gibt in der immerhin das Kommunal- und das Landeswahlrecht auf das Wahlalter von 16 gesetzt haben. Ich denke, die Tendenz hält an. Wir werden in ein paar Jahren so weit sein, dass zumindest landespolitisch und kommunalpolitisch auch 16-Jährige wählen dürfen. Es wird früher oder später auch dazu kommen, so hoffe ich oder denke ich, dass das auch was Bundestagswahl betrifft, der Fall sein kann. Und das stellt dann natürlich die politische Bildung im engeren Sinne auch nochmals vor neue Herausforderungen. Schließlich und endlich merke ich schon auch im Umgang mit Kolleginnen und Kollegen, die Projekte betreuen, dass die Kinderrechtskonvention durchaus auch langsam in die Schule sichert. Aber wir haben ja vorher schon von Herrn Maywald geschrieben bekommen, wie die Tempi sind in so komplexen sozialen Institutionen. An Friedhof habe ich noch gar nicht gedacht als Medium, aber die katholische und die evangelische Kirche fallen einem schon ein. Es geht um die Wirkungsfähigkeit von schulreformerischen Bemühungen geht. Also, wie der Papst sagt, ich werde es nicht mehr erleben, auch meine Kinder. Also, die Schule kommt an die Jugendlichen, die Demokratie kommt näher ran und die Schule muss sich dieser Sache wirklich stellen. Und sie muss dazu auch den Unterricht ändern.
das, was eben im Mittelpunkt steht von jeglicher Schule, Formen des Lehrens und Lernens zu organisieren und zu akzeptieren, dass über die organisierten Formen des Lehrens und Lernens hinaus auch ein Lernen in der Institution stattfindet. Schule ist, wie es in einer amerikanischen inspirierten soziologischen Studie der 70er Jahre heißt, ja eine Form bürokratischer Rationalität, und auch das lernen wir. Bürokratie ist ein Beitrag zur Gewaltfreiheit, sie kann das Gemeinwesen organisieren, sie kann auch mit Einzelnen von uns natürlich gehörig zum Gefühl treiben, wir sind nicht mehr Herr der Verhältnisse, und insofern muss ein Unterricht schon in eine Qualitätsebene hineingehen, in den Schülerinnen und Schüler, die Lernenden gemeinsam mit ihren Lehrenden Entscheidungen wirklich substanziell betreffen können. Inhaltlicher Art, methodischer Art, Schwerpunktsetzungen, aber eben auch die Form des Umgangs, insbesondere die Form der Zertifizierung von Leistung, die Anerkennung von Leistungsfähigkeit und die Pluralisierung dessen, woran wir Lernen und Leistung eben auch messen. Im Unterricht letzten Endes und in dieser leitenden Frage mit den Noten entscheidet sich dann oder spiegelt sich auch immer wieder das, was die Institutionen im Deutschen Bund deswegen so eben eher exkludieren und nicht inklusiv macht. Wir werden die Frage um die Grundstruktur des gegliederten Schulwesens immer ein bisschen vor uns her schieben. Ich bin nach meiner Erfahrung auch zutiefst der Überzeugung, es wird nicht alles automatisch besser, wenn wir ein differenziertes Gesamtschulsystem hätten. Es gibt auch heute gute Gymnasien, gute Gesamtschulen, gute Regelschulen, wie es in Thüringen heißt, oder Gemeinschaftsschulen in Nordrhein-Westfalen. Das ist keine Frage. Aber dennoch bleibt diese Frage der relativ frühen selektiven Entscheidung, die ganz tief drin ist, eine zutiefst undemokratische und wahrscheinlich auch mit den Kinderrechten letztendlich immer noch auch juristisch die Konfliktseite dargelegt. Wenn man das jetzt so zusammenfasst und wenn ich das noch etwas ergänzen darf, durch das, was ich kenne aus Projektbewerbung, Projektbeschreibung von Schulen, die mit dem Anspruch auf demokratisches Engagement handeln, sich in unserem Programm bewerben oder was wir in der Jury und Vorjury des Deutschen Schulpreises sehen an Demokratie und kinderrechtsrelevanten Qualitäten, dann würde ich sagen, in den letzten Jahren gibt es ein leicht sichtbar steigendes Bewusstsein darum, dass hier eine Rechtsentwicklung da ist, die das Verhältnis zwischen Lehrerinnen und Kindern in der Schule betrifft, mit der man sich auseinandersetzen sollte und die man pädagogisch produktiv wenden kann. Nun sehen wir ja aber in solchen Netzwerken, die geknüpft werden über diese Wettbewerbe und Ausschreibungen, natürlich nur einen sehr begrenzten Teil von Schulen. Bei demokratischen Handeln sind es ja etwa 300 Schulen, beim Schulpreis etwas über 100. 36.000 Schulen waren das allgemeine Schulwesen in Deutschland. So richtig repräsentativ ist das, was wir dort empfinden, natürlich noch nicht. Wenn wir genauer hingucken, was sehen wir bei demokratisch Handeln? Sind Schulen, und die mit Projekten vorstellig werden, die die Kinderrechte dezidiert zum Thema machen, immer Grundschulen, überwiegend Grundschulen, kaum Sekundarschulen und schon gar keine Gymnasien. Das muss man ganz nüchtern auch so sehen. Das Thema ist in der Grundschule angekommen, da gibt es originelle Projekte im künstlerischen Bereich, im medialen Projekt, Jugendpodcasts, Schulradio, also Filme zur Gleichberechtigung, zur Umsetzung von Beteiligungsrechten. Grundschüler, die wegen dieser Toilettenfrage zum Beispiel in einem kleinen Städtchen in Niedersachsen so lange den Stadtrat genervt haben, bis es eben nicht nur zur Sanierung, sondern bei der Gelegenheit gleich zu einer Verlagerung in ein anderes freistehendes und dann sein Schulgebäude gekommen ist. Die also ihre Interessen natürlich gemeinsam mit Lehrenden und in pädagogischer Begleitung öffentlich und intensiv durchsetzen können. Das gibt es auch. Es gibt aber auch Schulen, die bekommen dann bei uns so eine Anerkennung, Einladung zu einer Preisträgerveranstaltung, und die Lehrerinnen wundern sich dann, dass wir uns wundern, dass sie ohne Schülerinnen und Schüler kommen. Gerade aus Grundschulen, wo es um einen Preis für Schulen und für eine kindergerechte Pädagogik gibt. Oder ein Projekt aus einer Grundschule in Dortmund, großgerichtet für die Kinderrechtsorientierung der Lehrpläne. Und am Ende sagt im Interview mit unserer bundesweit bekannten Ortszeitung Ruhrnachrichten, wir sollten aber keine Sorge haben, die Eltern sollten keine Sorge haben. Am Ende bliebe alles in der Hand
der Lehrerin. Also wahrscheinlich hat sie nur Lehrerin gesagt, weil die Grundschule, das ist ja auch, gibt es noch wenig männliche Pädagogen. Also was bleibt? Wir haben Ansatzpunkte, wir können einiges auf der sehen, auf das man aufbauen kann. Ein großes Feld, das haben auch vorher die Jugendlichen angesprochen, ist in der Tat die Lehrerbildung, die Lehrerfortbildung und die Lehrerausbildung auf allen Ebenen. Es ist noch kein Thema, eine kinderrechtsadäquate Form der Pädagogik sowohl im unterrichtlichen, im fachdidaktischen Bereichen wie im Bereich der Schulentwicklung. Es ist ein Beitrag zur Stärkung der Kinderrechte, wenn wir uns der demokratischen Frage in der Schule zuneigen, wenn wir dieses besondere Rechtsverhältnis, das sie juristisch gesehen nicht mehr hat, gleichwohl aber im Konflikt der Institution mit einer freien Auslegung aller Grundrechte und aller Kinderrechte eben doch im Alltag in der Spüre, der wir uns stellen müssen. Und insofern hoffe ich auf eure Anregung hier in dieser Tagung und bin zuversichtlich, dass wir da auch weiterkommen, aber wir werden uns auf einen geduldigen Reformweg einstellen müssen. Ganz herzlichen Dank. In Zeiten populistischer Deformation von Demokratie sind die Menschenrechte auch Demokratiearbeit und ohne Kinderrechte geht das nicht. Ganz herzlichen Dank Ihnen dafür. Und für die Klarstellungen, jetzt übergebe ich Manfred Birner, der uns instruieren wird, ob es eine Mittagspause gibt. Also die erste gute Nachricht lautet, es gibt eine Mittagspause. Die zweite gute Nachricht lautet, wir können die auch etwas verlängern, weil wir jetzt etwas später dran sind. Wir hängen so ein bisschen. Wir haben uns gerade darauf geeinigt, dass wir dann die Panels bitte um 14:15 Uhr, aber da bitte pünktlich, also 14.15 Uhr beginnen lassen. Dann haben Sie ein bisschen mehr Zeit. Allerdings, Sie brauchen auch gar nicht so lange Zeit, glaube ich, weil wir ja das Mittagessen hier direkt vorne dann im Mahlsaal servieren. Sie brauchen also gar nicht so sehr Zeit gehen. Bevor Sie aber aufbrechen, möchte ich noch ein paar Ansagen machen. Zunächst mal möchte ich darauf hinweisen, wenn Sie irgendwelche Fragen haben, wenn Sie irgendwelche Probleme haben. Es gibt hier Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sind erkennbar daran, dass sie so ein gelb angeboste Bemerkung hier Orga-Team draufstehen haben. Wir haben es extra so klein gemacht, damit wir uns menschlich näher kommen, damit Sie also nicht genau gucken müssen. Aber ich denke, Sie finden da jemanden, wenn Sie noch genau. Dann möchte ich Sie gerne um etwas bitten, und zwar vor allem die Lehrerinnen und Lehrer unter Ihnen. Wir machen momentan so eine Erhebung im Rahmen von einem DFG-Projekt, wo es um die Bezüge zwischen persönlichen Überzeugungen und berufsbezogenen Überzeugungen geht. Da finden Sie einen Fragebogen in Ihren Unterlagen. Es wäre ganz wunderbar, wenn Sie uns dabei unterstützen, dass Sie diesen Fragebogen irgendwann in der Pause mal ausfüllen und vorne dann bei der Anmeldung abgeben. Außerdem verweise ich auch auf die Evaluationsbögen. Also wir möchten natürlich gerne wissen, wie Ihnen die Veranstaltung gefallen hat. Wir haben es jetzt so gemacht, nachdem nicht alle von Ihnen an beiden Tagen da sind, haben wir für jeden Tag einen extra Evaluationsbogen, den Sie sich auch ganz flott ausfüllen. Aber da würde ich auch ganz herzlich drum bitten. Da möchte ich auch schon darauf verweisen, manche von Ihnen haben sich vielleicht auch schon überlegt, ne, kriegen wir denn den Zugang zu diesen Folien, vor allem, dass man dann nochmal einiges nachlesen kann auf den Folien, zu denen jetzt keine Zeit mehr war. Ja, wir werden diese Folien, die Präsentationen online stellen, dann auf unserer Website, auf der Kinderrechte-Tagungswebsite unter dem Punkt Dokumentation. Ich verweise auch schon darauf, dass wir auch vorhaben, eine Tagungspublikation zu machen, sodass Sie dann vielleicht auch das eine oder andere nachlesen können. Nach dem Mahlsaal, wie gesagt, nach dem Mittagessen im Mahlsaal geht es dann weiter mit den Panels. Wenn Sie nicht mehr genau wissen, für welche Panels Sie sich eingetragen haben, haben Sie vielleicht schon entdeckt, dass auf Ihrer Namenskarte hinten drauf die Panels stehen. Sie brauchen nicht davon
ausgehen, dass jemand rumgeht und kontrolliert, ob sie im richtigen Internet sind, aber zumindest für sie als Gedächtnisstütze ist das gedacht. Und außerdem abschließend möchte ich noch darauf verweisen, dass wir sowohl im Mahlsaal, also wo Sie jetzt gleich das Essen kriegen, als auch im Foyer Infostände haben, also zum Beispiel von der Organisation Opinion oder der Initiative Wildwasser, der Bundeszentrale für politische Bildung und einigen anderen. Also Sie seien damit ermuntert, auch während des Essens durchaus auch mal so beim Infostand oder eben wieder draußen da vorbeizugehen. Also wie gesagt, wir beginnen eine Viertelstunde später dann mit den Panels, 14.15 Uhr. Wir machen dafür, haben wir uns gerade vereinbart, die Kaffeepause ein bisschen kürzer. Wir sagen 20 Minuten und dann kommen wir immer noch gut hin, dass Sie dann heute Abend gute Zeit haben, dann von hier in die Innenstadt zu kommen. Jetzt erstmal guten Appetit.